So, heute ist der zweite Tag. Heute haben wir vor, dass wir nach Ostende fahren, an die Nordseeküste. Und gucken uns da noch ein bisschen um. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon seit 2-3 Jahren keinen Meer gesehen mehr. Also wird es höchste Eisenbahn. Aber jetzt erstmal Frühstück. Wir fahren der Sonne entgegen Richtung Strand. Anfangspunkt ist für uns Westende, dann fahren wir über Ostende und diese ganzen kleinen Örtchen bis nach Cadzand in die Niederlande. Und da werden wir dann auch mal was essen, glaube ich. Der hat sich geweigert abzureißen und bums, es hat was daneben sich stehen. Wir sehen endlich wieder das Meer. Schön, ja? Wir sind gerade sehr glücklich alle. Schöner Strand auf jeden Fall. Hinter uns, diese Häuser sind jetzt nicht so schön passend hier, aber in die andere Richtung ist es einfach fantastisch. Wir haben nämlich Hunger und hier ist richtig was los. Und wir haben aber Fischboden entdeckt und auch ein paar Boden, wo es Pommes gibt. Und da holen wir uns jetzt was zu essen. Genau, denn hier hat jeder Hunger. Das ist die Fischsuppe wahrscheinlich. Jetzt gibt es Fisch. Yum, yum. Genau. Und hinter dir gibt es, glaube ich, eine Fischsuppe. Aha. Oder? So, Markus läuft mal mit dem Fisch voran. Wir müssen aber aufpassen auf die Möwen. Die klauen nämlich hier. Denen werde ich was erzählen. Doch. So, also wir haben jetzt hier einmal Mixed, was warm ist, was frittiertes, Fisch und Calamari. Und dann haben wir einmal was frisches, kaltes. Und das lassen wir uns jetzt mal schmecken und das hat insgesamt 13 Euro gekostet. Hinter uns gibt und wir müssen sagen, Meer und Strand machen echt richtig glücklich, ne? Ja, ist besser als wenn da hinten wieder so ein Betonklotz ist. Ja, Bettenburgen. Aber hier an dem Abschnitt ist es echt schön. So, und hier haben wir jetzt unser kleines Sit-in vorbereitet und die Kinder wollen eine Burg bauen. Mit bloßen Händen. Ich bin mal gespannt, wie weit sie kommen. Mordor.
baut jetzt 1:1 nach. Mordor baut ihr nach, oh Gott. Ja. Wie viele Tage braucht ihr dafür ungefähr? Oh, wie lange sind wir denn hier? So, jetzt kriegen wir noch einen richtig schönen Sonnenuntergang und dann fahren wir weiter nach Kadzand. Das ist in Niederlanden kurz hinter der Grenze und da werden wir zu Abend essen. Nach dem Essen sind wir noch mal kurz an den Strand, um ein paar Muscheln zu suchen. Tschüss von der Schmugglerfarm. Und jetzt sagen wir Tschüss. Heute ist nämlich Halloween, falls ihr das nicht wisst. Also, bis zum nächsten Video. Adios. Tschüss.